Die Sicherheitsphilosophen. Sommergespräche mit interessanten und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu den Sommergesprächen der Sicherheitsphilosophen. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast. Ich darf in den Räumlichkeiten der Bundesverwaltung von Verdesign im Bundesfachbereich Besondere Dienstleistungen und mit Herrn Arno Peukes sprechen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Peukes, in Ihrer Berufsbezeichnung habe ich gelesen, Bundesfachbereichssekretär. Was macht man als Bundesfachbereichssekretär? Das darf ich nicht sagen, das ist eines der großen Sicherheitsgeheimnisse Deutschlands. Nein, wir sind ja als Organisation auf zwei Ebenen aufgeteilt. Wir haben die Ebene und wir haben die Fachbereiche. Also sag mal, wenn jemand normal Mitglied ist bei Verdi und der hat ein Rechtsproblem, dann ist er normalerweise in der Ortsverwaltung und trifft dann da die Ebene. Also alles, die den Schnitt machen. Und Verdi hat sich gegründet aus fünf Altorganisationen oder fünf Gründungsorganisationen mit den verschiedensten Fachbereichen, also die fachliche Zusammenarbeit. Und der Bundesfachbereichssekretär sitzt hier rum, sage ich jetzt mal, ja, und versucht den Sekretären vor Ort die ein oder andere Sache inhaltlich vorzubereiten, immer da, wenn es um Bundesthemen geht. Wenn es um Bundestarifthemen geht, ist er manchmal auch der Verhandlungsführer und verhandelt dann mit der Arbeitgeberseite. Also ein bisschen der Kontakt, sag ich mal, auf der einen Seite zu den Ortssekretären, aber auch natürlich hier zum Arbeitgeberverband und zur Politik. Und für unsere Zuhörer wahrscheinlich am wichtigsten auch für die private Sicherheitsdienstleistung. Die ist angegliedert. Ja, ich bin hier in dem Bereich nur zuständig für die Sicherheit. Also ich mache den Bereich private Sicherheit, Geld und Wert und Aviation. Ich habe ja die große Hoffnung, dass unsere Zuhörer wissen, was eine Gewerkschaft macht. Wir haben es im Vorgespräch schon mal gesagt, Organisationsgrad, schwierig vielleicht, aber einfach auch mal hinsichtlich vielleicht ein bisschen Eigenwerbung die Thematik. Was macht eine Gewerkschaft? Wo hat der Mitarbeiter den wirklichen Vorteil, Gewerkschaftsmitglied zu sein? Naja, was eine Gewerkschaft sag mal, im Wesentlichen macht, ist neben der Einflussnahme auf politische Prozesse, aber insbesondere, sag mal, wir haben ja in der Bundesrepublik Deutschland das hohe Gut der Tarifautonomie. Das heißt, bestimmte Tarifverträge werden nicht durch Gesetzgeber bestimmt, sondern die entwickeln sich halt durch Tarifverhandlungen. Und sag mal, da zur Eigenwerbung immer, dass die Schatten und die Lichtseiten irgendwie gehören, das kann man ganz deutlich sehen. Wir haben, wenn ich das mal sagen darf, drei Bereiche. Wir haben den großen Bereich der allgemeinen Wach- und Sicherheit, wo wir noch den einen oder anderen Neueintritt gebrauchen könnten. Und wir haben die Bereiche Geld und Wert und Luftsicherheit, wo wir ganz gut organisiert sind. Und wenn Sie sich da mal die Tarifverträge angucken, dann wissen Sie, die Kolleginnen und Kollegen haben halbwegs gute Bedingungen, die verdienen ganz gut, weil wir da auch mit einem sehr starken Nachdruck Arbeitgeber von unseren Argumenten überzeugen können. Das gelingt uns in der allgemeinen Wach- und Sicherheit nicht. Deswegen ist das für mich einer der Bereiche, wo wir weit, weit, weit unter den eigentlich Anforderungen und Bedingungen arbeiten müssen und wo sich viel ändern muss, damit die Kolleginnen und Kollegen, die 7 Tage, 24 Stunden lang einen ziemlich aufopfernden Job machen, auch mal eine entsprechende Belohnung und Arbeitsbedingungen kriegen. Über die Bedingungen werden wir gleich nochmal sprechen. Vielleicht zu uns, wir haben uns ja beide schon mal indirekt im April kennengelernt. Da ging es darum, um dieses Leak des internen Dokuments des BDSW zu den Umgang mit Anforderungen § 34a, Umgehung von Tarifbestimmungen im Zusammenhang mit den Corona-Zugangsbeschränkungen, Anforderungen an Supermärkten. Was haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal dieses Dokument gelesen haben? Naja, ich muss das ja freundlich sagen. Also normalerweise kenne ich das so, man ist in Tarifverhandlungen, man behandelt etwas. Und die eine Position, die eine Seite fordert das, die andere fordert das und dann hat man einen langen Verhandlungsprozess, am Ende einigt man sich auf ein Dokument und sagt, das ist unser Kind. Ja, und das verhandeln wir, weil wir der festen Überzeugung sind, das entspricht den Anforderungen. Und wir erwarten auch, dass alle das anwenden. Und dann schreibt der Verband in einer Situation von Corona, wo Wach- und Sicherheit ja auch eine wichtige Rolle spielt, schreibt der Verband selber ja, unsere Tarifverträge müsst ihr nicht ernst nehmen. Also das hat mich schon, das hat mich überrascht, um es mal so zu sagen. Das hat mich auch geärgert, weil ich habe gesehen, also ich habe ja nun lange Zeit auch hier im Haus für den Einzelhandel gearbeitet, also von daher gucke ich mir immer noch mal ein bisschen an, wie sind die Bedingungen im Einzelhandel. Ich habe unsere Kolleginnen und Kollegen der allgemeinen Wach- und Sicherheit gesehen, ich habe gesehen, welchen schweren Job die da gemacht haben, wie schwierig es manchmal war, Leute erstens darauf hinzuweisen, dass Corona ist und dass man Masken trägt, zweitens auch, dass nicht alle reinströmen können. Die haben, also das war ein sehr anspruchsvoller Job
Und dann aber gleichzeitig zu sagen, euer Job hat noch nicht mal das Tarif, ne, der hat höchstens Mindestlohn, das ist eine Frechheit. Ja. Wie haben Sie allgemein die Corona-Krise in der Sicherheitsbranche erlebt oder auch als Gewerkschaft? Gab es Veränderungen? Haben Sie festgestellt, dass es Impulse gibt, die vielleicht jetzt auch in der Zukunft in irgendeiner Art und Weise zum Tragen kommen müssen? Ja, eher so am eigenen Körper. Nein, also ich meine, es ist ja immer, wenn Sie mich nach Sicherheit fragen, dann denke ich an die Sicherheit in allen Bereichen. Natürlich auch an unsere Kolleginnen und Kollegen in der Luftsicherheit und bei Geld und Wert. Und da stellen Sie schon fest, dass Corona völlig unterschiedliche Auswirkungen für die einzelnen Teilbranchen hatte. Mhm. Also die Geld- und Wertleute sind am Anfang eingeschränkt gewesen. Da hat sich es relativ schnell stabilisiert. Bei der Luftsicherheit muss ich Ihnen nicht sagen, es fliegt keiner mehr. Ja. Und natürlich irgendwie führt das zu massiven Arbeitsausfällen. Und ich glaube, wenn man der Politik und auch den Arbeitgebern trauen darf, dann wird das auch eine mittelfristige Beeinflussung der Arbeitsstellen haben. Also das wird uns sehr stark betreffen. In der allgemeinen Wach- und Sicherheit, wie gesagt, also ich stelle natürlich, haben Sie auch im Vorgespräch gesagt, Veranstaltungsmanagement wird heute nicht mehr gerade so gefragt, weil es weniger Veranstaltungen gibt. Aber ansonsten ist mein Eindruck, dass es sich nochmal gezeigt hat, welche besondere Bedeutung die allgemeine Wach- und Sicherheit für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Alltags hat. So. Wird das von der Gesellschaft auch so gesehen? Wird das von den Unternehmern gesehen? Nein. Nein. Also das ist ja, das finde ich ja eines der erschreckenden Sachen. Also wissen Sie, ich habe mich sehr gefreut, als ich glaube, den Artikel von der Euschong in der letzten Zeitung, in der letzten Ausgabe der BDSW, die Sicherheitsnadel gelesen hat, wo er auch nochmal gesagt hat, naja, aber es gibt doch so einen gesellschaftlichen Kontext, das sind doch wo es die wichtigen Branchen gibt und dazu müssten wir doch eigentlich auch gehören. Und dann denke ich immer, naja, wenn ich selber der Überzeugung bin, dass meine Branche eine der gesellschaftsrelevanten Branchen ist, dann müsste ich doch eigentlich als Vertreter und als Arbeitgeber sagen, hey, und das sind sie wegen meiner Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und wenn ich so geile Leute habe, dann brauchen die doch eigentlich auch halbwegs gute Arbeitsbedingungen und Tarifverträge. Das ist in den Tarifverhandlungen immer nicht so richtig zu erleben. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück und sage, Tarifverhandlungen, haben Sie gerade gesagt, Tarifverträge. Wir haben in Deutschland immer noch, zumindest den letzten aktuellen Stand, den ich gefunden habe, 70 Tarifverträge, 450 Lohngruppen. Wer blickt denn da eigentlich noch durch? Außer dem Bundessekretär natürlich niemand. Nein, das ist, der Bereich allgemeine Wach- und Sicherheit hat in vielerlei Hinsicht dringenden Bedarf. Wir sind da auch dran. Also ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen in Nordrhein-Westfalen ja vor ein paar Jahren auch ein neues Lohnsystem gemacht haben und das vereinfacht haben. Die Vorteile der Tarifautonomie und auch der Länderautonomie sind manchmal auch Nachteile, dass dann nämlich das, was Sie sagen, so viele unterschiedliche Lohngruppen in den Ländern existieren und es für Menschen, die, sage ich mal, aus dem Norden, in den Osten oder in den Süden auswandern, umwechseln, es schwierig ist, den neuen Tarifvertrag zu verstehen. Ja. Ich glaube, dass wir da dringend dran müssen. Auch nochmal an unser Vorgespräch erinnern. Ich glaube, dass die Branche vor massiven Qualifikationsanforderungen stehen wird. Ich glaube, dass sie sich in den Tarifverträgen wiederfinden müssen. Ich glaube, dass unsere Tarifverträge attraktiver werden müssen, auch für Beschäftigte. Und dazu gehört dann auch, dass Tarifverträge nicht nur für 3-4 Leute verständlich sind, sondern für alle Beschäftigten der Branche. Wie würden Sie dazu oder wie stehen Sie dazu? In der Luftsicherheit sagt man jetzt, okay, wir haben einen zentralen Tarifvertrag. Das könnte man doch auch sagen, zu sagen, okay, wir haben einen zentralen Tarifvertrag mit zentral definierten Lohngruppen und wir packen darauf nur noch Ortszuschläge beispielsweise, um das Gefälle Nord-Süd, Ost-West auszugleichen. Es wäre eine gewisse Standardisierung der Branche, eine gewisse Mitarbeitersicherheit, um zu wissen, wenn ich von A nach B ziehe, in einer flexiblen, hochdynamischen Zeit? Das ist eine schwierige Frage, weil ich sag mal so, ich bin von Geburt Niederrheiner. Der Niederrheiner macht gerne mal einen lockeren Spruch, das kommt nicht bei allen Leuten gut an. Also man muss erstmal feststellen, also Tarifautonomie ist in vielerlei Hinsicht einer unserer wichtigen Werte. Und dazu gehört auch die Autonomie der Ländertarifverträge. Mhm. Und Landestarifverträge machen schon einen Sinn, weil sie nochmal die besondere Situation des Landes berücksichtigen. Und jetzt bezogen auf Ihre Frage auch nochmal einen besseren Blick darüber haben, sind die Gruppen, wie bilden sich eigentlich bei mir vor Ort in Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen oder in Sachsen-Anhalt die einzelnen Berufsgruppen wieder?
Und innerhalb der Berufsgruppen, die habe ich einen besseren Blick. Ich bin insgesamt aber ansonsten auch eher der Meinung, das sage ich aber als Bundessekretär sehr vorsichtig, dass wir uns in der Tat mal angucken sollten, was haben die Nordrhein-Westfalen damals ausgehandelt als neuesten modernen Tarifvertrag und kann man nicht auf der Grundlage insgesamt eine Überarbeitung vornehmen, dass Tarifverträge leichter verständlich sind. Und weil ich auch nochmal finde, wenn wir sagen, die Branche entwickelt sich weiter, müssen sich unsere Tarifverträge auch weiterentwickeln und dann wäre es schon sehr hilfreich, eine Basis zu haben, von der aus wir alle uns bewegen. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen und Sie haben mir die Frage wieder zurückgegeben, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Warum erleben wir im klassischen Objektschutz oder im klassischen Sicherheitsbereich keine Generalstreiks, wie wir sie an Flughäfen erleben, Situationen, wo dann praktisch der Kunde oder der Kunde des Kunden direkt getroffen wird, um die eigene Forderung umzusetzen und durchzusetzen? Naja, das geht zurück auf die Anfangsfrage der Werbung. Also es ist die Frage, wie gut sind wir organisiert in einzelnen Bereichen? Und dann hat jedes Mitglied natürlich auch irgendwie das Vertrauen in uns, dass wir niemanden in unsinnige Auseinandersetzungen führen. Und ich sag mal, wenn man in einer Branche in bestimmten Bereichen gut organisiert ist, aber nicht in der Branche insgesamt. Und Leute gehen auf die Straße und kämpfen für ihre Rechte, dann haben die auch das Vertrauen, dass es nicht nur da passiert. Und unser großes Problem ist halt, dass wir in der Branche nicht so gut organisiert sind, wie wir es sein könnten, um bessere Tarifverträge hinzukriegen. Das heißt aber auch hier nochmal die Botschaft, vielleicht auch an die Zuhörer, jeder Einzelne, der sich engagiert, bietet wieder einen Mehrwert für bessere Tarifverträge, für Weiterentwicklung. In vielerlei Hinsicht. Also ich will mal sagen, es ist auf der einen Seite das, was der Ausgang Ihrer Frage in der Frage der Durchsetzungsfähigkeit. Aber so ein Tarifvertrag lebt doch auch davon, dass da Wissen drin ist. Also wenn wir beide uns zusammensetzen und Sie sagen mir, das ist Ihre Biografie, Sie kennen die Sicherheit und Sie haben die und die Erfahrung gemacht, dann wäre ich doch ein blöder Sekretär, wenn ich sagen würde, okay, dann müsste doch unser Tarifvertrag sich in die Richtung weiterentwickeln. Und deswegen, jeder Kollege oder jede Kollegin, die bei uns Mitglied ist, hat ja auch die Möglichkeit, aktiv mitzuarbeiten. Ja. So, und deswegen wäre das ein toller Prozess. Also da profitieren alle Seiten von. Jetzt müssen wir auch mal über Löhne sprechen, über Zahlen sprechen, weil das ja vielleicht auch ein Argument ist von den Kollegen, die da draußen sind. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass sie sagen, das genau aufnehmen, um zu sagen, engagiert euch mehr. Aber Mindestlohn Berlin-Brandenburg um die 10,50 Euro. Neue Aufgaben, aktuellere Aufgaben, nicht nur im Rahmen von Corona. Die Polizei zieht sich immer stärker zurück auf ihre Kernaufgaben. Es entsteht, ich will jetzt nicht sagen, ein Vakuum im offenen Raum, aber es entsteht schon ein Bedürfnis, das abzudecken. Sind da die Löhne, die wir jetzt finden, gerechtfertigt für? Na, erstmal, was ich ja normalerweise nie mache, ist aber Sie einmal korrigieren. Also der Mindestlohn in Berlin ist nicht 10,50 Euro oder 10,55 Euro. Die unterste Tarifgruppe ist 10,50 Euro. Und das ist nochmal, ne, in der Frage Werbung. Ja. Also auch die unterste Mindestgruppe in Berlin-Brandenburg ist fast 1 Euro höher als der gesetzliche Mindestlohn. So. Ja, und wir haben andere Bereiche in Nordrhein-Westfalen, wo die unterste Gruppe bei 11,10 Euro ist. So. Nur das ist erstmal eine Feststellung, um zu sagen, ja, also durch unsere Tarifarbeit, also wir liegen Gott sei Dank über dem gesetzlichen Mindestlohn. Das ist auch einer der wesentlichen Merkmale für einen guten Tarifvertrag. Aber auf der anderen Seite haben Sie auch recht, wir liegen nicht bei dem, was wir eigentlich was Unternehmen eigentlich zahlen müsste für die Anforderungen, für die Arbeitsbedingungen und für die Qualifikationsanforderungen. Mhm. Da sind wir, finde ich auch, weit von dem entfernt, was eigentlich gezahlt werden müsste. Wenn Sie sich angucken, dass Kolleginnen und Kollegen im Geld- und Wertbereich bei fast 17 Euro liegen, dass Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Luftsicherheit bei fast 19 Euro liegen, kann man sagen, okay, da gibt es nochmal besondere Qualifikationsanforderungen. Aber der Hauptgrund ist doch darin zu sein, dass die Kollegen aktiver sind für ihre Interessen. Und natürlich braucht die allgemeine Wach- und Sicherheit auch attraktivere Löhne, wenn sie auch attraktivere Menschen für die Branche gewinnen will oder die attraktiven Menschen halten will, die heute schon da arbeiten. Jetzt haben Sie Löhne eingebracht, aber auch Qualifikationen. Das wär jetzt ein Ansatz zu sagen, naja, wenn ich im Luftsicherheitsbereich arbeite mit Gepäckröntgenanlagen, Heimanturen und auch eine gewisse Verantwortung für alle, die praktisch dann ein Flugzeug betreten,
Gleiche Bedingungen habe ich ja auch beispielsweise in der Botschaft, wo ich dann sage, okay, ich habe Botschaftsdienste, da arbeite ich mit den gleichen Mitteln und habe letztendlich möglicherweise transferiert die gleichen Risiken, weil wenn etwas passiert, diplomatische Krise etc., auch eine gewisse Gefährdungsszenario. Jetzt haben Sie gesagt, Qualifikationsanforderungen, das eine, um bessere Löhne, habe ich das richtig verstanden? Erst Qualifikation, dann Löhne oder ist das ein Anstieg parallel, was gleichzeitig erfolgen muss? Also die erste Ausgangsphase, also erstmal unsere Tarife, wir haben ja nicht nur eine Lohngruppe, sondern unsere Tarifverträge haben in der Regel mehrere Lohngruppen oder Gehaltsgruppen, die sich in der Frage unterscheiden von Belastung oder in der Frage von Qualifikation. So, deswegen im klassischen Tarifvertrag haben Sie immer, je höher die Qualifikationsanforderung, desto höher die Lohngruppe und desto höher auch die Bezahlung. Das rechtfertigt sich, aber was ich insgesamt meinte, das war dann vielleicht missverständlich ausgedrückt, in der untersten Gruppe sind wir auch weit unter dem, was eigentlich gezahlt werden müsste, um Leute auch zu halten und zu gewinnen für die Branche. Ja. Und dann kommt ja noch die spannende Frage dazu, sind die Qualifikationsanforderungen, die ja angeblich mit dieser Gruppe bezahlt sind, sind die eigentlich nur so, wie sie im Moment bewertet werden? Ich erlebe ja auch manchmal, was mir keiner offiziell bestätigen würde, aber ich erlebe ja auch, dass auf der Grundlage der untersten Lohngruppe Ausschreibungen und Ausschreibungsunterlagen eingereicht werden. Wobei aber derjenige, der den Auftrag vergibt, eigentlich eine völlig andere Qualifikationsanforderung hat. Mhm. Und man von vielen Kolleginnen und Kollegen eigentlich auch erwartet, dass sie zwar in Berlin dann mit 10,50 Euro die Stunde gehen, aber Tätigkeiten machen, die eigentlich nach Tarifvertrag höher bezahlt werden. Weiß der Kunde, was er auszuschreiben hat? Nee, der Kunde weiß nicht. Ich meine, das ist doch... Oder anders gefragt. Der Kunde ist doch ein kapitalistisches System. Ja. So, und der denkt sich, ich will so viel wie möglich haben und so wenig wie möglich zahlen. Mhm. So, und dann kommt ein netter Anbieter und sagt, du, ich kann ja ganz viel leisten und du musst auch nur ganz wenig dafür zahlen. Dann ist dem Kunden, wenn ich das mal so sagen darf, im Kern scheißegal, nach welcher Tarifgruppe oder ob er richtig eintarifiert, sondern das ist dann ja die Aufgabe des Auftraggebers, also Auftragnehmers. Ja, also des Sicherheitsunternehmens. So, und da erlebe ich viel Schmuh oder kriege ich zumindest häufiger die Rückspiegelung, dass Leute Qualifikationen leisten sollen, die eigentlich besser bezahlt werden müssen. Ja, aber jetzt haben wir 12.000 bis 13.000 offene Stellen. Wir haben ja nicht die Leute, die wir jetzt am Markt akquirieren können und sagen können, wir haben eine klassische Stellenausschreibung, wie man das vielleicht aus anderen Branchen kennt, der Einzelhändler, da gibt es eine Ausbildung, für einen Elektroniker gibt es eine Ausbildung, sondern wir haben ja eine Branche, die sich leider, und da sind wir uns, glaube ich, beide einig, in weitesten Teilen, ich habe eine Statistik gesehen mit einer Auswertung von BDSW-Mitgliedsunternehmen, dass mehr als 90% aller Mitarbeiter über die Mindestqualifikation verfügen, um überhaupt in diesem Gewerbe zu arbeiten. Jetzt haben wir genau dieses Spannungsfeld. Wir brauchen die Leute, wir kriegen sie nicht vom Markt möglicherweise, aber wir haben Leute, die zu 90% Mindestqualifikation haben. Da wäre doch der einfachste Ansatz zu sagen, die 90% reduzieren wir vielleicht auf 50, auf 40%, die schulen wir, die qualifizieren wir, um dann letztendlich dem Kunden doch auch ein besseres Produkt verkaufen zu können. Und am Ende des Tages ist es doch, wenn wir wieder ins kapitalistische System gehen, je teurer das Produkt ist, was ich verkaufe, desto mehr Umsatz mache ich, desto mehr Gewinn mache ich ja möglicherweise auch in diesem Zusammenhang. Ich muss jetzt mal anders bei der Beantwortung anders anfangen, weil die Leute, die jetzt hören, mich nicht sehen. Ich muss dazu sagen, ich bin 57 Jahre alt, deswegen darf ich das sagen, was ich jetzt sage. Manchmal ist mein Eindruck, dass auf der Arbeitgeberseite Leute immer noch im James-Dean-Zeitalter sind. Ja, sie fahren mit hoher Geschwindigkeit auf einen Abgrund zu und jeder normale Mensch würde sagen, bremsen. Ja. Und die sagen, hey, ich bin cool, ich gebe Gas. Ja. So, und das ist ja das, was wir im Vorgespräch hatten. Also wir stellen heute schon fest, dass sie kein nicht genügend Personal finden. So, und wir stellen gleichzeitig fest, die Qualifikationsanforderung, der Qualifikationsbedarf wird in den nächsten Jahren steigen. Also wenn der Qualifikationsbedarf steigt, dann wird doch das, was wir heute schon erleben, 10,50 Euro entspricht gar nicht dem, was ich eigentlich zahlen müsste. Und derjenige, der Qualifikation anbietet und kriegt nur 10,50 Euro, der sagt sich, hey Schatzi,
dann gehe ich lieber zu VW oder zu Opel oder zu weiß ich nicht was, weil da kriege ich mehr Geld. Da wird es doch immer schwieriger, Personal zu finden. Und wir haben dem Arbeitgeberverband schon mehrmals angeboten, zu sagen, hey komm, lass uns doch mal einmal zusammensetzen und einen Blick auf die Branche werfen, wie entwickelt sich die Branche weiter. Und dann lassen wir uns doch mal gucken, welche Qualifikationsanforderungen brauchen die. Mhm. Wenn ich bei einer Sitzung des Gesamtbetriebsrates von Securitas teilnehme, hier in Berlin, gibt es doch oben diesen Ausstellungsraum, dieser wunderschöne Ausstellungsraum, wo ich irgendwann vor der Drohne und den Robotern lande. Mhm. Und dann will mir jemand sagen, diese Drohne, wie kann jemand ohne Qualifikation, so wie ich, ich fange morgen bei Securitas an, ich finde gerade die Türe und soll die Drohne steuern? Nee. Sondern dann erwartet man von mir, dass ich die Drohne ja nicht nur steuern kann, sondern auch reparieren kann. Also ich muss schon technisches Grundwissen haben. Und da nicht heute sich schon auch als Verband sich die Frage zu machen, wie müssen unsere Tarifverträge weiterentwickeln? Ja. Weil wissen Sie, es gibt bestimmte Faktoren, die kann man bei der Sicherheit nicht ausblenden. Also meine Frau arbeitet auch bei Verdi, ne, macht Fachbereichsleitung im Handel. Der Handel wehrt sich mit Händen und Füßen und völlig berechtigt gegen die Sonntagsöffnung. Mhm. Aber wir können doch nicht ernsthaft fordern, ne, Sicherheit gibt es nur von 7 bis 18 Uhr. Und Samstag, Sonntag ist Sicherheit nicht, sondern Sie brauchen jemanden, Sie müssen, also wenn Sie Kinder haben oder Bekannte haben, Sie müssen jemanden gewinnen von der Branche, die am Montagsmorgen um 0 Uhr anfängt und bis Sonntagsabends 0 Uhr arbeitet. 24 Uhr. Mhm. 7 Tage, 24 Stunden. Also an der Arbeitszeit sind Sie völlig, kommen Sie nicht dran vorbei. Und junge Leute, also so wie Sie, ja, die können sich von Freitag bis Sonntag noch andere Sachen vorstellen als arbeiten. Also wie gewinnen Sie denn jemand, der qualifiziert und jung ist, für Freitag, Samstag, Sonntag, Nachtsarbeit, wenn die Bezahlung auch noch schlecht ist? Ja. Also und da finde ich von Seiten des Verbandes keine Antwort. Wir sind jetzt, das habe ich Ihnen gerade schon mal gesagt, wir sind jetzt so, dass wir mit unserem eigenen Wirtschaftsinstitut, unserem eigenen Forschungsinstitut auch gerade so ein Gutachten in Auftrag geben, um zu sagen, sag mal, wo stehen wir heute eigentlich und wie entwickelt sich die Branche weiter? Ich hätte mir gewünscht, wir würden sowas zusammen mit dem Arbeitgeberverband machen, weil das wäre eigentlich die Aufgabe von Tarifvertragsparteien, damit wir auch gemeinsam Initiativen in die Politik reingeben können. Dafür sitzt man hier in Berlin. Passiert alles nicht. Und es stellt sich ja dann letztendlich ja auch die Frage zu sagen, okay, wenn Sie jetzt diese Studie haben, was passiert denn damit? Wenn es nicht gemeinsam ist, ne? dann kriegen Sie ein Bild davon, vielleicht auch, das hoffe ich auch, gute Lösungsansätze oder neue Ideen dafür. Und dann muss es ja wieder durchgekämpft werden. Ja, auf der einen Seite hoffe ich, das ist ja so, wie wir beide uns kennengelernt haben, über eine eher zufällige Solidaritätsaktion quasi zu Corona, wo wir beide festgestellt haben, wir haben die gleichen Ansätze. Und ich glaube, so funktioniert es auch, zu sagen, okay, ne, pass mal auf, also wir gucken mal stärker, was wir so an Materialien haben, tauschen uns aus. Das ist ein Weg, aber der andere ist richtig, der geht halt im Kern dann nur über die klassische betriebliche Auseinandersetzung. Und über die Auseinandersetzung in den Ländern, dass man dann den Arbeitgeberverbänden im Rahmen der Tarifverhandlungen sagt, ja, aber ihr müsst euch auch erstmal verpflichten zu einer anderen Verhaltensweise und zu einem anderen Tarif. Ja. Jetzt könnte man sagen, das wäre jetzt ein Ansatz, jetzt könnte man sagen, okay, wenn Sie in James Dean-Manier auf Ihr Unglück zurasen, man interveniert gesetzlich. Beispielsweise zu sagen, wir schaffen Mindestqualifikationen ab, also die Hilfsarbeitertätigkeit in Anführungsstrichen und sagen, okay, wir sind wie andere Branchenbereiche einer, wo wir für Quereinsteiger gute Qualifikationen anbieten, aber für diejenigen, die in der Branche starten, die Ausbildung. Mhm. Wäre das ein Ansatz? Sie meinen stärkere Verpflichtung zur Qualifikationsanforderung im Sicherheitsbereich? Genau, man könnte ja beispielsweise sagen, wir sind ja jetzt in dem Wandel Sicherheitsdienstleistungsgesetz mit dem großen Fragezeichen, was kommt denn da überhaupt? Wäre eine Möglichkeit, wenn das ganze Thema Sicherheitsdienstleistung aus der Gewerbeordnung rauskommt, ein eigenes Gesetz so mit einem ganz eigenen Stellenwert hat, dann müssen wir an irgendeiner Stelle ja über Qualifikation sprechen und da wäre eine Idee zu sagen, dieses Spannungsfeld zwischen, was ist eigentlich unser noch jetziger gesetzlicher Auftrag aus der Gewerbeordnung heraus, passt nicht mehr, heutzutage nicht mehr mit den Mindestqualifikationen. Die schaffen wir ab. Wir produzieren jetzt richtig Sicherheit mit hochqualifizierten Kräften und ausgebildeten Kräften. Er grinst. Nein, also weil er grinst deswegen, weil innerlich gebe ich Ihnen recht, hundertprozentig. Das Problem ist aber nur, es soll Menschen geben, die beim Bundestag und bei politischen Parteien und bei anderen Einrichtungen Sicherheitsdienste machen.
Okay. Ja? Ja. Das heißt, der Staat müsste dann ja gleichzeitig bereit sein, für das Mehr an Qualifikation auch die höheren Preise zu zahlen. Das könnte ihn abhalten. Ja, nein, was ich sagen will, ist, das ist doch eine total spannende Diskussion, die wir auch gerade im Bereich der Luftsicherheit haben. Ja, also wir haben im Bereich, als unsere Kolleginnen und Kollegen sehr aktiv waren, ja, und dafür auch an den Flughäfen gestreikt haben, dann erleben sie immer wieder eine Diskussion, dass von einigen politischen Seiten gesagt wird, man muss das Streikrecht streiken, oder die sollen Teil des öffentlichen Dienstes werden, die sollen in der Polizei eingegliedert werden. Das kommt dann immer wieder, also um sie einzuschränken. Aber was ich jetzt, also das, was Sie sagen, heißt, es hat immer direkte Konsequenzen. Und deswegen, ich gebe Ihnen recht, dass wir müssten da dran an das Thema. Aber dazu müsste auch eine allgemeine Bereitschaft von der Politik und den Unternehmen da sein, für Sicherheit mehr Geld auszugeben. So, und das setzt im Moment, wenn man das jetzt, das hört sich so groß an, aber das würde für unseren Bereich bestimmte Wesensmerkmale des Kapitalismus in Frage stellen. Weil Sie müssten ja plötzlich anerkennen, ne, dass nicht nur der Streifenbeamte ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Sicherheit ist, sondern die Politesse im privaten Dienst es genauso ist, ist schon schwieriger, ne, und die Menschen, die, sag ich mal, ich komme aus Hannover, die Hells Angels, die da auch noch für Wahrung und Sicherheit sind, zumindest als Teile anerkennen. Und wenn man sagt, es sollen ja mal nicht die Hells Angels sein, sondern ich erwarte, das ist ja das, was Sie sagen, dass da qualifizierte Menschen sind mit einer Ausbildung. So, dann müssen aber auch bereit sein, in allen Ebenen den Leuten das Geld zu zahlen. Also ist die Erklärung der Innenministerkonferenz 2009, das erste Mal 2011, eigentlich hinfällig zu sagen, die private Sicherheit ist eine feste Säule. Sie ist so lange eine Säule der inneren Sicherheit, sofern sie günstig ist und Löcher stopft, wo man dann plötzlich sagt, da können wir jetzt Polizei, Ordnungsdienste etc., also staatliche Organe, nicht mehr stellen. Säulen stehen fest und reden nicht. Nein, also ich meine, das ist erstmal, nein, die Grundaussage ist richtig. Deswegen sitzen wir hier. Das ist ja auch Ihre Überzeugung und meine. Also erstmal, sie ist eine Säule unserer Gesellschaft. Ja. Ja, also ohne private Sicherheit würden wir den Sicherheitsauftrag auch in der Form, Art und Weise nicht aufrechterhalten können. Da muss man ja auch mal sagen, also bei aller Kritik, die man immer auch an der Bundesrepublik hat oder je nachdem, wo man politisch herkommt, also wenn ich mir angucke, wie Sicherheit, also wie Persönlichkeitsrechte in der Bundesrepublik geschützt werden, dann sage ich immer, Gott sei Dank sind wir nicht in England oder Amerika. Ja. Also von daher, es ist eine wesentliche Säule. So, aber die Frage ist ja, also soll sie sich wie eine Säule verhalten und ruhig sein? Und da sage ich nein. Also das ist ja das, was wir jetzt schon mehrmals hatten. Wir müssen dann auch anerkennen, dass die Säule eine Bedeutung hat und auch entsprechend bezahlt wird. Es gibt ja nicht nur die politische Komponente, sondern was mir auch immer wieder auffällt, die gesellschaftlich-mediale Komponente. Wenn ich mir jetzt Medienberichte angucke, dann habe ich auf der einen Seite, ich überspitze das jetzt mal, den immer noch Pantoffelschlappen tragenden Pförtner, der irgendwo vorne sitzt, oder die Schlägertruppe, wenn irgendwo wieder was schiefgegangen ist. Und auf der anderen Seite schreien alle nach mehr privater Sicherheit. Wir gehen jetzt wieder auf Weihnachten. Ich weiß nicht, ob wir in Berlin Weihnachtsmärkte haben werden oder nicht. Und dann werden plötzlich private Sicherheitskräfte zur Terrorabwehr, zum Schutz vor Terroristen eingestellt, zur Bewachung von Weihnachtsmärkten öffnen. Das passt doch nicht. Das ist doch letztendlich auch in der gesellschaftlichen Meinung ein komplettes gegenteiliges Konstrukt, unabhängig auch der Kostenthematik. Also eine Gesellschaft diskutiert ja vielleicht jetzt erstmal primär nicht über die Kosten, sondern über das Ansehen privater Sicherheitskräfte in der Gesellschaft, in der Realität, damit, womit sie konfrontiert werden. Das müssen Sie doch besser wissen als ich. Also wie hat Ihre Familie reagiert? Die Hoffnung der Familie erklärt, ich gehe in die private Sicherheit. Mutti hat bei mir gedacht, Mann, der war mal im Handel und der kann macht ich Sicherheit. Ja. Jetzt wirst du Türsteher. So. Ja, und dann, als ich angefangen habe zu studieren, Türsteher mit Diplom. Ja, also von daher. Das ist genau das, was Sie sagen. Ich finde es auch total spannend. Also ja, also auf der einen Seite zu sehen, also wie hoch ist das Sicherheitsinteresse, sagen wir mal, der Bevölkerung? Ja, wie hoch war die Angst oder wie hoch ist die Angst bei dem, was hier an Attentaten und an anderen Sachen passiert ist? Und trotzdem, wie schlecht ist gleichzeitig das Ansehen der Kolleginnen und Kollegen, die Sicherheit dann garantieren? So, dazu braucht es, das ist das, was ich vorhin meinte, dazu braucht es ein massives Umdenken. Das fängt aber beim Arbeitgeberverband auch an. Ich meine, wir müssen es
auch vorleben, deswegen auch so eine Studie, aber auch der Arbeitgeberverband muss sagen, also wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag und wir setzen uns gemeinsam mit unserem Tarifpartner hin und wir wirken gemeinsam auf die Politik ein und Politik hat dann auch die Verantwortung, ne, nicht nur schöne Säulen zu benennen, sondern auch die schönen Säulen mit entsprechender Lametta auszustatten. Mhm. Sind Absolutismen da ein Problem? Also ich habe es erlebt, diese, wir haben es im Vorgespräch auch schon mal gesagt, diese Systemrelevanz, die ja plötzlich nach Corona aufkam. Ist es vielleicht eine Herausforderung oder eine Schwierigkeit zu sagen, wir fordern immer alles für alle? Also der klassische Beispiel ist ja, ist der Ladendetektiv, der irgendwo bei in irgendeinem Einzelhandelsgeschäft steht, ist der systemrelevant? Oder ist nicht vielleicht sowieso derjenige, der jetzt, ich habe es persönlich bei der Bahn erlebt, diejenigen, die bei Bereichen arbeiten oder für Bereiche tätig sind oder Dienstleistungen erbringen, die sowieso systemkritisch bezeichnet wurden, die hatten auch gar kein Problem mit ihrer Systemrelevanz in den jeweiligen Genehmigungsverfahren beziehungsweise in den Auswirkungen, die daraus entstehen. Müssen wir vielleicht auch hinsichtlich anderer Thematiken die private Sicherheitsbranche differenzierter betrachten? Das ist ein spannender Gedanke. Da muss ich sagen, also Sie haben recht, also so erster spontaner Gedanke, Sie haben recht, weil natürlich irgendwie ist das ein Absolutismus, den wir alle, und da glaube ich, würde ich mich sogar selber mit irgendwie auch einpacken, da ist man schnell dabei, wir sprechen mal von der Sicherheitsbranche. Und wenn irgendwas nicht läuft, dann läuft bei der Sicherheitsbranche nicht und trotzdem stellen wir natürlich fest, das haben Sie auch recht, wenn die Hells Angels in Hannover nicht da sind, wird die Straße deswegen nicht zusammenbrechen. Und selbst wenn die zusammenbrechen würde, bricht das System deswegen nicht zusammen. Wie weit der Privatdetektiv im Kaufhaus, das will ich nicht beurteilen. Aber Sie haben recht, also im Kern braucht es auch da eine stärkere Auseinandersetzung um die Frage tatsächlicher Systemrelevanz. Das haben wir auch bisher zu wenig gemacht. Das wird auch eine spannende Frage für die Studie, die wir in Auftrag geben. Mhm. Welche Erwartungen haben Sie, hat Verdi an das Sicherheitsdienstleistungsgesetz? Gibt es da Erwartungen? Horst Seehofer hat gesagt, mehr Qualifikation, bessere Ausrüstung, bessere Standards, eigenes Gesetz? Na, sag mal so, also erstmal in erster Linie hab ich den BDSW schon verstanden und unterstützt in der Frage, dass wir froh sind, also dass die allgemeine Warensicherheit jetzt beim Bundesinnenministerium angesiedelt ist, weil wir schon den Gedanken haben, es ist näher an der Tätigkeit auch dran und da ist eher ein fachlicher Blick drauf, als dass er nur der Wirtschaftsaspekt ist, der das Ganze begleitet. Aber dann muss man auch sagen, das, was Sie gerade gesagt haben, also was Horst Seehofer gesagt hat, ist als Kernpunkte richtig, würde ich auch unterstützen. Wenn es verbunden ist mit der Erkenntnis, dass auch die Punkte mit einer entsprechenden Bezahlung hinterlegt werden. Ja. So, und das heißt, auch der Gesetzgeber muss dafür sorgen, erstens, dass es Tarifverträge gibt, zweitens, dass die allgemeinverbindlich sind und drittens, dass entsprechende Aufträge auch nur noch dann vergeben werden, wenn solche Qualifikationsanforderungen nachweislich erfüllt werden. Der BDSW hat ja, das ist zumindest den Stand, den ich kenne, vom Eckpunktepapier, ja gefordert, nicht alle Branchenbereiche rüberzunehmen, beziehungsweise hat betont, welche Branchenbereiche er im Sicherheitsdienstleistungsgesetz sehen würde. Würden Sie für das Herauslösen aus der Gewerbeordnung plädieren oder würden Sie auch sagen, wir haben Bereiche, wo wir tatsächlich das Ziel erfüllen müssen, näher an die Behörden rein, aber da, wenn jetzt ein Privatmann in seiner Villa, weil seine Einbruchmeldeanlage ausgefallen ist und er trotzdem in Urlaub fahren möchte, da jemanden hinsetzen möchte, der kann im gewerberechtlichen Bereich mit den entsprechenden Anforderungen weiterhin tätig sein. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich mit der Frage bisher zu wenig beschäftigt. Nach dem, was Sie vorhin gesagt haben, habe ich auch gedacht, ja, es macht einen Sinn, sich mit der Frage nochmal ausführlicher zu beschäftigen. Insbesondere dann, wenn wir uns über die Frage angucken, wie entwickelt sich die Branche weiter. Und dann kann ich im ersten, das ist aber jetzt eine erste Momentaufnahme, kann ich im ersten Moment auch für mich nachvollziehen, dass wenn der reiche Mann oder die reiche Frau Villaschutz braucht, das ist nicht so systemrelevant, wie die Systemrelevanz der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder der Sicherheit der Kernkraftwerke. So. Und ob das einen Sinn macht, durch eine andere Zuordnung, das müsste man mal drüber nachdenken. Aber ich glaube auch, dass das nicht die Hauptauseinandersetzung ist. Oder also auch nicht der Hauptpunkt sein sollte, auf den der BDSW sich gerade irgendwie mal stürzt.
Wenn Sie sich drei Veränderungen, Sie haben es gerade angesprochen, in die Zukunft blicken, wenn Sie sich jetzt drei, vier Veränderungen wünschen könnten, was müsste in den nächsten 3, 5 Jahren passieren, dass wir einen wirklichen und auch spürbaren Fortschritt für alle erreichen? Oder für die Mitarbeiter? Es kann ja auch die Mitarbeiterperspektive an dieser Stelle sein. Ja, ich würde es auf jeden Fall aus der Mitarbeiterperspektive machen. Also Unternehmerperspektive ist mir da ehrlich gesagt zweitrangig. Naja, ich glaube, dass wir haben ja alle Punkte schon gesagt. Ich glaube, eines der wesentlichen Punkte ist, dass gesamtgesellschaftlich anerkannt wird. Ich würde immer erst aus dem Arbeitnehmerblickwinkel gucken, weil das finde ich auch einfacher. Ich finde es auch den relevanteren Bereich, weil es sind ja unsere Kolleginnen und Kollegen, die Sicherheitstätigkeiten ausüben und gewährleisten. Und dazu gehört als erstes, ich finde, ein gesellschaftliches, stärkeres Bewusstsein über die Funktion und Wichtigkeit. Und damit auch verbunden eine andere Anerkennung der Tätigkeit. Mhm. Dazu gehört dann aber auch, dass die Tätigkeit, sagen wir mal, nicht nur wie in Corona-Zeiten durch Winken auf dem Balkon irgendwie oder wie auch immer signalisiert wird, sondern sich auch im Bares widerspiegelt. Das heißt, es muss Tarifverträge geben, die tatsächlich Qualifikation und Anforderungen, also will das nochmal, weil wir, das, ich hoffe, ich hüpfe jetzt nicht Nein, sehr, also, aber wir haben natürlich die Diskussion bisher sehr stark geführt unter der Frage der Qualifikationsanforderungen. Mhm. Aber man muss natürlich auch mal gucken, wie die Anforderung ist. Also ich meine, es ist ja so, sie stehen, sie bücken sich. Es gibt ja auch körperliche Anforderungen, die im hohen Maße belastend sind. Ja? Also noch sowas muss sich in einem guten Tarifvertrag nicht widerspiegeln. Eigentlich müssten sich beide Seiten auf den Weg machen, wie in anderen Bereichen manchmal auch, zu sagen, wir wollen einen Tarifvertrag haben, der neben der Qualifikation auch die körperlichen Anforderungen widerspiegelt. So. Und wenn man so einen Tarifvertrag hat, dann gewährleistet er eine vernünftige qualitative Ausbildung und er ermöglicht, sagen wir mal, auch eine berufliche Qualifikation, sodass sie bis ins Rentenalter gesund arbeiten können und auch dann noch gesund sind. Das wäre für mich das Zweite. Das Dritte ist, dass nicht nur in den Qualifikationsgruppen oder in den Tarifgruppen es eine vernünftige Abstufung gibt, sondern sich auch in der Rubrik Bares Werte wiederfinden, von denen sie vernünftig leben können und wo sie auch Spaß haben, in der Branche zu arbeiten. Und das Nächste ist, dass es in der Gesellschaft auch ein klares Verständnis darüber gibt, dass das, was im Tarifvertrag drinsteht, das Mindeste ist, was man auch mit Freude zahlt. Mhm. Und dass bei der Auftragsvergabe nicht derjenige gewinnt, der Möglichkeiten findet, Tarifverträge zu unterlaufen. Herr Polkes, wenn jetzt sich jemand angesprochen fühlt und sagt, jetzt möchte ich nach diesem Podcast mich bei Verdi engagieren, wie funktioniert das, wo kann er sich hinwenden? Naja, in der Regel guckt man mal einmal bei Verdi, in welchem Landesbezirk man ist oder in welchem Bezirk man ist, gibt man einfach als Suchbegriff ein und dann findet man da Ansprechpartner und Partnerin, also entweder die allgemeine Mitglieder, den allgemeine Telefonnummer nutzen oder zu gucken, wer sind der Fachbereich besondere Dienstleistung, Fachbereich 13. Und wenn alles scheitert, dann gibt es immer noch den freundlichen Arno Polkes, der einmal anschreibt, und der dann das entsprechende raussucht. Aber das ist wirklich nur der letzte Ausweg. Herr Polkes, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil wir, glaube ich, alle Bereiche gesellschaftlich, politisch, rechtlich betrachtet haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und für meine Zuhörer und Zuschauer. Lasst einen Kommentar da und ja, einfach auch die Motivation. Ihr könnt euch selber verändern, ihr könnt die Branche verändern, wenn ihr selber was tut. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.